Apropos Daily Podcast 8 Dollar Abonnement, Trump und Super App. Was macht Elon Musk mit Twitter? Der Milliardär Elon Musk möchte die Diskussionsplattform in seinem Sinne nach dem Kauf der Twitter-Gruppe wieder erlangt. Nur, was bedeutet das? Raphael Zier als Gast, Philipp Loser als Gastgeber, Mirja Gabathuller. Die Übernahme wurde mit 44 Milliarden Dollar und einem flachen Witz versiegelt. Letztes Weekend in twitterte der Milliardär Elon Musk, nachdem er die Social-Media-Gruppe Twitter gekauft hat, und teilt ein Video zu seinem Profil, das zeigt, wie er ein Waschbecken in das Twitter-Hauptgebäude trug. Ein paar Tage nach dem Deal ist immer noch unklar, was genau Musk mit Twitter will. Wie ideologisch motiviert ist diese Übernahme? Wie möchte er mit der Diskussionsplattform Geld verdienen, abgesehen von einer bezahlten Bluecom-Verifikation, Hacken? Gibt es jetzt einen grossen Exodus der Benutzer? Und was ist der Twitter-Kauf mit der allumfassenden X-App, die Musk schon lange starten wollte? Der digitale Redakteur Raphael Zier gibt Antworten im Daily Podcast Aspekt. Der Gastgeber ist Philipp Loser. Raphael Zier ist Redakteur für Digital und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und betrachtet Tech Corporation auf den Fingern. Er macht auch YouTube-Videos. Raphael Zier, Mirja Gabathuller sind für Audioformate bei Tamedia verantwortlich und moderiert den täglichen Podcast Speaking. Gabathuller? Fehler gefunden? Jetzt melden!